Okay, komm, letzte. Herzlich willkommen bei 16 Bars, mein Name ist Hachi. Wir verbringen heute eine Nacht mit Sin Davis, Marco, Too Broke for Fiji und Overshared im Waldorf Astoria. Kommt mit! Hallo, wir sind jetzt theoretisch unten, holst du uns ab? Safe, Digga, wir kommen auf jeden Fall gleich. Gib uns einen Ruf, wir sind da. Alles klar, bis gleich. Was geht, Jungs? Alles klar, weißt du? Einmal filmen, wie wir von hier so reinkommen. So, aber wir müssen uns richtig so, weißt du. Dave hat es immer noch nicht verstanden, glaube ich. Dave, wir müssen es so richtig authentisch aussehen lassen. Okay, Leute, wir sind heute hier mit Sin Davis im Waldorf Astoria. Warum hast du mich hier eingesperrt, Bro? Soll ja scheiße. Ey, wo hängen denn? Ey, wir trinken Tee, wir sind hier im Waldorf Astoria, Haji. Was geht? Ja, wir sind hier auf jeden Fall. Authentischste Begrüßung ever, ja, Digga. Normal, Bro. Ja, wir sind hier, wie gesagt, so overshared am Start, man. My dog, sup. Yeah, Marco, Too Broke for Fiji, die Homies. Yeah, wir chillen, haben Spaß. Ja, um 16 Bars wird uns halt begleiten und uns auf unserem schönen Wege der Musik ein Monument setzen, hau rein. Willst du auch einen? Ah, ja, okay, einen trinke ich erstmal. Ja, aber so aus einer Tasse, so richtig so Tea Time. Keine Gläser, aber eine Tasse. Aber ein Skateboard. Ja, ist von Mako, Alter. Mako macht dich später noch Switch jetzt. Okay. Switch in dem Hotel? Normal. Meine Gang, sie macht Switch Heels, Switch Heels. Deine Gang, ja, sie snitcht viel. Pass auf, dass keiner deine Bitch stealt. Joke, weil keiner deine Bitch fühlt. Hey, pass auf, zu wem du mehr. Vorhin schon draußen kurz gequatscht. Was ist das für ein Unterschied für dich, jetzt in so einer Location wie hier aufzunehmen, im Vergleich zu deines üblichen Recording-Prozesses? Ja, einfach, dass du hier halt nicht so reinkommst und dir denkst, ja, keine Ahnung, du bist im Studio und bist halt so gefangen im Studio. So. Du bist halt im Hotel, so. Hallo? Es geht darum, wir hatten gerade einen Anruf bekommen wegen der Musik. Okay. Okay, gut, dann müssen wir was ändern. Also es war auf jeden Fall, das Hotel wusste schon Bescheid, dass hier... Okay, das war mein Manager, Gregor hat hier angerufen. Also wir haben absolut keine Info darüber. Okay. Nichts erhalten, weil sowas in der Regel eigentlich auch mit dem Marketing abgesprochen wird bei uns. Ja. Ich krieg gerade einen Anruf, ich muss da rangehen, das ist die. Eine Sekunde, ich rufe gleich an. Alles klar, kurzer Sachverhalt. Wir wurden gerade angemahnt wegen lauter Musik, aber... Shoutout an Greg, so er regelt das schon. Ihr habt jetzt mal eben auf Instagram geguckt und meinte so, super schlechte Publicity für unser Hotel. Der läuft da durch die Street, zeigt einen Mittelfinger und sagt, ja, wir sind beide auf Asturia und so. Und die meint, das ist alles schlecht für unser Hotel und so. Die sind halt super oldschool und super wack unterwegs, weißt du? Was ein Film, Alter. Also ich weiß nicht, also es ist schon ein bisschen strange, so was sie gerade abgezogen haben, so, also keine Ahnung, wir haben nicht mehr in dem Raum gekifft, so, und die meinten halt zu uns, ja, keine Ahnung, hier riecht es an Marihuana, sie rauchen Marihuana. Da musste ich meinen Manager anrufen, der hat das geklärt zum Glück, aber war schon hart. Gut, dass man die Karte spielen kann. Ja, gut, dass man die Karte hat, so, die man spielen kann. Ja, pass auf, also ich habe das jetzt geklärt, die regelt das, dass es da jetzt keinen Stress gibt. Alles klar, Bro. Ja, also gib denen einfach keine Gründe irgendwie, ne? Ja, das haben jetzt alle gehört. Wo nehmt ihr normalerweise auf, wenn ihr im Hotel seid? Also wir hatten ein paar Sessions im West Inn, in dem West Inn Hotel. Das war ziemlich legit und die waren auch voll kooperativ, so. Die haben halt gar keinen Film gemacht, so. Ja, Park Inn war auch nice, aber ist auch ein bisschen ausgeartet am Ende, so. Wir haben da so ein bisschen, haben wir ein paar Leute eingeladen, ein bisschen der Turner. Bisschen ein paar Leute eingeladen. Da waren halt, Digga, da waren 20 Leute drin, war halt in so einem Badezimmer und da haben halt alle so drin gekifft, so. Und dann ist halt der Rauch so von, durch die Dunstabzugshaube, durch die Belüftung halt, ja, in den Flur gegangen. Dann haben die das halt einfach alle gerochen. Ja, ja, ja. Und dann kamen die irgendwann so und haben so geklopft. Und dann, die so, sie packen jetzt ihre Sachen. In 15 Minuten sind sie hier raus. Okay. Und wir waren so, okay, der ganze Flur stinkt nach Marihuana. Und wir alle so, okay. Und dann gucken mich so Dave und negativ an. Und gucken mich so an und sagen so, ja, wir pennen heute bei dir. Und ich war so, okay. Gibt es einen Ort, wo du sagst, wo du am liebsten Musik machst? Wo du dich am wohlsten fühlst und am besten deine Kreativität freien Lauf lassen kannst?
Meistens da, wo halt gute Leute um mich rum sind und ich mich halt wohlfühle. Das ist halt das eigentlich das Nonplusultra so. Also wenn ich halt irgendwo bin, wo die Leute gut sind, wo man sich wohlfühlt. Ja, willst du noch mal erzählen, was passiert hier heute um 0 Uhr? Wahrscheinlich wird dann der ein oder andere was trinken auf meinen Geburtstag, weil ich habe nämlich heute Geburtstag. Morgen hast du Geburtstag, Dave. Digga, eigentlich heute. Weißt Wieso du? Heute? Naja, heute. Nein, Überraschung. Nein. 12 Uhr, 0 Uhr. 12 Uhr ist aber... Ist 12. Doch heute. Nein, nein. Ja, dann ist also es doch morgen. Also morgen. Ja, okay. Ja, ich habe morgen Geburtstag. Ja, Prost. Oder Tea-Time. 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 Wie war so dein Start in die Szene? Weil ich habe das erste Mal deinen Namen im Negativ-OG-Kosmos so gelesen, also von den Checkmate-Jungs halt. Ja. War das auch dein Start das in das Musikbusiness? Das war mein Start. Ich glaube, so jetzt mittlerweile fast 1,5 Jahre oder so ist das her. Da habe ich halt einfach Beats gesendet an Negativ und der hat dann direkt bei mir gefickt so und danach habe ich nächste Woche das nächste Beatpack gepickt. Auf einmal hat Negativ gesagt, ey, den Beat will ich nochmal picken von dem Beatpack. Ja. Dann entwickelt sich das halt auch immer weiter von wegen, wenn Negativ mit seinem Camp dann auch halt zusammenarbeitet so, dann irgendwann kommt man auf einen Dave zusammen, also mit einem St. Davis, dann auch mit Young Vision, der jetzt gerade dort ist, mit einem Skinny, mit einem Sevirin, so mit allen von den Leuten bin ich da eigentlich cool und hatte auch einfach auch schon Kollaboration mit denen. Und das war halt sehr, sehr entspannt. Und das war halt mehr oder weniger mein Start so mit tief entspannt mit Enos Sahia. Ey, Overshare, Bro, lass mal hier auf jeden Fall on the spot ein Beat machen. Na, ey, wir können Samples halt viele. Stell dir mal vor, so Simtex wird jetzt seine 808 raus. Das wäre mit seinem 808-Finger. Digga, aber egal. Jawohl. Was schätzt du besonders an Dave? Dass er mittlerweile sich selber auch involviert in die Produktion. Das heißt so, ey, komm, ey, Overshit, so, ich habe gerade so eine Melodie im Kopf, kann ich die kurz einspielen? So, safe. Weil mit anderen Produzenten, die wollen einfach nur, dass ich den Beat zeige. Mhm. Aber Dave will sich selber jetzt mehr rein involvieren, was musikalisch da gerade entsteht. Wir brauchen so verzerrte Distortion 808s, weißt du, was ich meine? So richtig so welche, so, die ein bisschen distorted sind, so ein bisschen so weißt du, die ein bisschen so bzzz. Das sind so eine Sachen, die mir irgendwie eingefallen sind, die ich dann einfach, weißt du, stehe ja voll oft einfach so zu Hause und freestyle, also mal einfach Box an, mal einfach freestyle. Hast du das Gefühl, dass du so ein Punk in der Hip-Hop-Szene bist oder bist du einfach Rapper? Ich meine, wenn du hier stehst und freestylst ohne Ende, dann denke ich auf jeden Fall, der Junge ist ein Rapper, weißt du? Ja, Bro, ich würde mich selber nicht als Rapper bezeichnen. Ich weiß auch nicht, wieso. Guck mal, ich sehe das halt einfach so. Ich bin niemals irgendwie so auf die Idee gekommen, mich selber als Rapper zu interpretieren, weil ich mich halt einfach mehr als Künstler sehe, so weißt du? Ich mache ja nicht nur Rap, so weißt du? Ich mache ja auch Tattoos, so weißt du? Ich mache Designs und ich finde einfach, Rap ist eine Art, sich einfach auch auszudrücken, so. So, Beat hat gedauert 8 Minuten. Ey, wollen wir eine Kippe rauchen gehen? Ich hab übelst. Ja, ey, wirklich, nach der ganzen Eskapade hier. Danke. Das ist schon crazy. Guck mal, catch mal diesen Vibe, so. Das ist der Büro-Vibe, oder? Das ist irgendwie mystisch. Ich geh jetzt. Prost, Bro. Prost. Allerdings, Fidschi nimmt ja gerade auf, ne? Und ihr habt vorhin schon gesagt, er nimmt direkt ganze Album auf, er nimmt schon überlange auf, muss ich an dieser Stelle sagen. Oh, der hat selbst schon 3 Tracks gemacht. Aber wie ist es bei euch? Er freestylt ja immer, dann guckt er, was passt so und dann nimmt das nochmal auf. Wie ist euer Prozess normalerweise? Boah. Ich finde es immer anders irgendwie so. Also keine Ahnung, ich vibe halt einfach auf Beats so. Also ich höre immer Instrumentals. Und dann check ich halt einfach so, was mir taugt so.
Also so einfach so, wenn die Melodie mich catcht, so, dann kommen gleich so irgendwelche Bausteine von irgendwelchen Sätzen in meinen Kopf so und keine Ahnung, ich bin meistens auch ziemlich dicht, wenn ich Musik mache. Also eigentlich immer. Keine Ahnung, so dann kommt das halt, einfach so. Also in so Vino Veritas, ne? So einfach die Zunge ist dann schon so gelockert. Ja, so, ja. Ja, so die meint er, weißt du, so du kannst dich halt einlassen. So. Ja. Kann man auch im Nüchternen so, aber ich finde halt auf dem Dichten halt viel geiler. Da habt ihr schon was geschrieben oder so? Moin. Leute, tut mir leid, aber Alkohol und Drogen sind nicht gestattet hier auf dem Kopf. Okay, soll ich die Hook machen? Soll ich die Hook machen? Wenn man dich so verfolgt, dann sieht man schon, YouTube-Zahlen laufen, Spotify läuft, aber du bist immer noch so ein bisschen Geheimtipp. Hast du das Gefühl? Oder? Ja, keine Ahnung, also ich weiß gar nicht, was halt heißt, dass irgendwas läuft oder so. Also, I don't know. Aber hast du das Gefühl, du bist ein Teil von dieser Deutschrap-Szene schon? Ich glaube, viele Leute, die sich so das reinziehen, was ich mache, die identifizieren sich so ein bisschen damit oder sind irgendwie ein Teil davon. Also bin ich bestimmt auch ein Teil davon. So. Ich will mich halt nicht so in irgendeine Szene so mit reindrängen. So. Ich werde einfach mein Ding machen so, und gucken, dass das irgendwie für mich workt. Aber lass ich mal noch komplett neu machen, Digga. Ich bin den ersten? Anderen, ja, ich bin mit dem anderen nicht ganz zufrieden. Okay, komm, wir machen noch von vorne. Ey, auf was ich hier drück den Beat in der Nacht. Ich bin mit Brüdern in den Streets in der Nacht. Ey, guck, ich roll schon wieder Peace in mein Blatt. Schau, die sagt, dass sie liebt, was ich mach. Eine Sache zum Beispiel ist ja Skaten. Und du hast mir schon erzählt, dass du mal. Also, dieser Kühlpack-Song ist ja mit Vincent Verfliehen, aka Winnie Pfaff, ne? Oh, 35 Grad, ich mach das Kühlpack auf meinen Kopf, ja. Ich mach die Mucke aus dem Block, für den Block, ja. Oh, man. Oh, man. Und ihr kennt euch auch durch Skaten? Auf jeden, ja. Ich hab den, also kennengelernt habe ich Winnie bei einem Comedy-Auftritt von ihm, in irgendeiner Bar in Neukölln, wo er tatsächlich auch einen seiner ersten Auftritte früher hatte und sowas. Also, eine richtige Local-Bar von dem. Da hat Winnie irgendwann so mitbekommen, dass ich halt Mucke mache, wo ich glaube ich irgendwann mich mal nach 3-4 Jahren Mucke machen getraut habe, irgendwie so ein Snippet auf Insta oder sowas rauszuhauen. Wo ja eigentlich nur Skate-Sachen waren, Digga, weißt du? Und da hat er halt gemeint, so, lass mal ein Feed machen, Digga. Und so ist alles gekommen. So. Eine wichtige Frage, weil was dich so ein bisschen als Figur ausmacht, finde ich, so wie ich es wahrgenommen habe, ist auf jeden Fall die Zahnlücke, weißt du? Du hast immer so im Kopf so, ach Marco, das ist dieser Dude mit der Zahnlücke. Wo ist der Zahn weggeflogen? Ich sag nur so, das ist auf dem. Kann ich gar nicht genau sagen. Das sind mehrere Ereignisse, die dazu geführt haben. So. Das ist eine lange, lange Kette an Ereignissen. Das ist so das Ding. Das ist so eine Frage, die wirklich jeder stellt. Und ich möchte diese Frage noch nicht beantworten. Ey, guck mal, Regel Nummer 1, wenn man aufnimmt, Fresse halten. Wir haben vorhin schon so ein bisschen angerissen und zwar. Arbeitest ja mit vielen verschiedenen Künstlern, die auch viele verschiedene Stile verfolgen miteinander. Ja, ja, schon. Wie ist es da, sich anpassen zu müssen? Wo ist es am schwierigsten, wo am einfachsten? Das Fundament, was man da immer setzen muss, sind natürlich die Leute, die mir Samples senden oder wenn ich mir selber Samples mache. So. Wenn ich ein Sample höre, ich höre 2-3 Sekunden und ich kann mir schon denken, okay, dieses Camp fickt damit, dieses Camp würde nicht damit ficken. Mhm. Und der Trick dabei ist einfach, dass man halt von den Sample-Leuten, die man halt in seinem Umkreis hat, mit denen man ständig zusammenarbeitet, so, da weiß man, okay, der und der Sample-Maker macht die und die Vibes, dann mache ich die Beats fertig und so. Und das Ding ist halt, ich kann jetzt nicht ganze Zeit nur eine Lane von Beats fahren. Ich bin eigentlich relativ versatile, was musiktechnisch so geht. Und dann. Wenn das Sample jetzt gerade mal so 130 BPM Piano, Dirty Ekelhaft ist, dann kenne ich zum Beispiel die 1&1er oder so, ja, die ficken das dann. Oder wenn es melancholisch, schnell ist, Abtempo, hat man halt Dave oder Checkmate oder so, die gerne so Beats picken. Und so macht man das halt so. Bless, hol mir den Check, bin Junge, nicht flex. Doch die Gang, habe die Tests on my neck. Komme zu mir, Baby, es ist Zeit, ja. Fühle mich so leer, ja, du bist an meiner Seite, ja. Irgendwie so. Ja, speicher die schon mal ab. Was? Speicher die mal ab, aber wir machen auf jeden Fall noch eine neue. Auch eine neue. Ja. Ja, ja, ja.
Jungs, ich seh, wie Marco aus dem Bett Bolo isst, während er Fernsehen guckt. Ja. Während ich gerade voll Deep Talk betreibe. Ja, ja. Was ich interessant finde, ist, durch diesen großen Universal-Deal hat das... Haha, er steht immer am Raum. Weißt du, der große halt, Universal-Deal. Ist halt so, oder? Ja, es war schon nicht ohne. Da steht halt immer so ein anderer Anspruch direkt dran, weißt du, wenn du so hast, okay, Felix, also Negativ OG ist so ein bisschen das Steckenpferd von euch, so sag ich mal, ne? Ja. Und ich meine, in meiner Wahrnehmung kommst du direkt danach, auf jeden Fall. Und ist es eine Situation, in der du Druck verspürst, wegen diesen großen Nummern abliefern zu müssen? Ja, safe. Also... ich sag mal so, wir alle betreiben unseren Hustle so und haben unseren Hustle, den wir fortführen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass wir halt alle irgendwie unseren eigenen Style haben und uns einfach selber supporten, so, weil wir halt alle irgendwie zusammen in dieser ganzen Welt gelandet sind und einfach nur unseren Hustle verfolgen. Aber dementsprechend halt auch wirklich wir sind einzelne Künstler, so, also so, ich bin ich, so, und Negativ OG ist Negativ OG, Slacks ist Slacks, Xavierin ist Xavierin. Wir sind halt alle in diesem Kollektiv vertreten, aber wir betreiben halt alle unseren eigenen Hustle, so. Wünschst du dir manchmal, es wäre nicht zu diesem Major-Deal gekommen, oder denkst du, es war auf jeden Fall der richtige Schritt? Also, wünschen, dass es nie dazu gekommen wäre, ist auf jeden Fall falsch, weil so, ich mache schon ein bisschen länger Musik und für mich persönlich, ich glaube, für jeden, der Musik macht, ist es halt einfach das Ziel, irgendwann an diesen Punkt zu kommen, wo du halt die Racks kettest. Ja, oder jedenfalls irgendwie anerkannt wirst von Leuten, die schon höhere Leute irgendwie supportet haben oder die mit höheren Leuten zusammenarbeiten, und du kommst halt aus irgendeinem Dorf und machst Musik. Und dann kommt halt dieser Moment, wo du mit Leuten am Tisch sitzt, die halt irgendwie schon mit Sido oder was auch immer, so sei es der Geier, irgendwie schon zusammengearbeitet hast, so, und du dir denkst halt, cool, so irgendwie hat das alles Sinn gemacht. Also ich würde es niemals verteufeln, so, und ich bin halt froh, dass es so ist, wie es ist. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Dave, Happy Birthday to you. Yeah, Bolo! Eigentlich Bolo, ey, die haben mir einen Bolo-Kuchen gebacken! Dicker Bolo-Kuchen! Alles Gute für deinen Weg. Danke. Danke. Danke, 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 danke. Bruder, alles Gute. Ganz kurz wieder ein Jahr geschenkt bekommen von Gott, obwohl du sie. Alles Gute, Bro. Freut mich, mit dir heute hier sein zu können. Hey. Wünsch dir was, wenn du die Bolo auspustest. Ich hab mir was gewünscht. Bolo Boys 2K20. God bless you. Ist das nicht schön? Ja. Mit Liebe gemacht. So, jetzt. Leute, das ist nicht die einzige Wünscht Bolo. Man sich. Es gibt noch mehr Bolo. Wünscht man sich mehr. Ein großes Team werden. Man wünscht sich nicht mehr. Und, Ja, ich bin blessed. Hol mir den Check, bin jung und ich flex. Tag die Gang, habe die Tests on my neck. Baby, ja, ich kann es jetzt nicht ändern. Bin nur zu Hause, denn ich seh zu viele Bänder. Was ist Bolo, was ich rocke? Komplett Thriller, Homies hang. Scheiß auf 40-Stunden-Woche. Das ist kein H&M, das ist Bola, was ich rocke. Overshia drückt den Beat, ja du weißt doch was ich mache. Ey, Overshia drückt den Beat in der Nacht. Ich bin mit Brüdern in den Streets in der Nacht. Ey, guck, ich roll schon wieder Peace in mein Blatt. Charlie sagt, dass sie liebt, was ich mach, ja. Warte, ich mach hier. Vor dem Ende des Bootes, wir haben die Titanic-Szene nachgestellt. Ich hab ihn halt, glaub ich, schon mal erzählt. Von an dem Tag an... Nico Gusti Bolo. Du musst es sagen, wo die Bolo ist. Bist du da? Mhm. Du musst es sagen, wo die Bolo ist. Wir finden sie nicht. Ich hab mega Hunger. Danke, Mann, auf jeden Fall. Ich bin am Arbeiten. A few minutes later. Ich bin mit dem Jungs im Hotel. Ja. 2 Minuten später, du siehst
mein Bro ist egal, der am Bang. Guck nach vorne und geh nur mein Weg und ich bleibe nicht stehen, hab schon vieles erlebt und jetzt.